Grüße, heute sprechen wir über diese Handschuhe von Fanwise. Die sind extra dafür gemacht, dass man auch draußen warme Hände hat, aber das Handy bedienen kann, wenn man das denn unbedingt möchte. Viel Spaß bei der kleinen Review. Tja, diese kleinen, feinen Handschuhe sind genau dafür da. Wir wollen das Handy bedienen können, obwohl wir im Winter kalte Finger haben. Dafür schauen wir uns erstmal an, was die harten Fakten sind. Die Fanwise-Handschuhe für Damen und Herren sind also als Unisex gedacht und sehr dehnbar. Bekommt man für um die 17 Euro und gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier gerade die Medium-Größe und das klappt ganz gut, obwohl ich relativ große Hände und dicke Finger habe. Als Material haben wir natürlich Polyester. Als Verwendungszweck ist unter anderem natürlich Joggen, Radfahren, aber jede Art von Spazieren angegeben, womit man vielleicht das Handy bedienen möchte, obwohl die Hände warm bleiben sollen. Die Handschuhe sind winddicht und als wasserabweisend deklariert. Das heißt, natürlich sind sie nicht vollkommen perfekt, wenn ihr dadurch mit einem Monsun geratet. In der Mediumgröße haben wir die Abmaße von 29,4 x 14 x 2,7 und ungefähr 60 Gramm. Wir merken also, sind relativ leicht, wie das bei Kunststoffmaterialien oftmals der Fall ist. Das sind unter anderem die meistbestellten Handschuhe auf Amazon. Deshalb wollte ich sie mir mal angucken, ob die Leute da misskaufen. Das Produkt hat über 10.000 Bewertungen. Das spricht immer dafür, dass es relativ viel gekauft wird. Aber gleich vorneweg. Es funktioniert natürlich mit dem Handy, das heißt, man kann sein Touchscreen damit bedienen. Manchmal sind Handys aber heutzutage auch etwas moderner und schaffen es bereits, durch normale Handschuhe bedient zu werden. Da müsst ihr ein bisschen selber darauf achten, wie euer Handy so ist. Ansonsten sehen wir hier die Handschuhe in einem klassischen Schwarz. Kann man nicht viel falsch machen. Ein bisschen netter Grip hier überall. Das sind kleine geriffelte Flächen, die auch etwas herausstechen. Gummiert natürlich, damit man ein bisschen Griff hat. Verstehe ich natürlich auch, dass man die dann zum Fahrradfahren am ehesten benutzt. Falls es zum Beispiel nass ist, hat man hier nochmal ein bisschen extra Greifsicherheit. Ich zeige euch das einmal kurz mit dem Handy. Fump. Es funktioniert. Davon wäre ich jetzt auch mal ausgegangen, dass die Handschuhe so ankommen. Viel wichtiger ist natürlich unter anderem, halten sie warm und wie lange werden sie halten, also wie ist die Qualität. Warm sind sie in der Mittelklasse anzuordnen. Sie sind natürlich keine gefütterten, plüschstarken Winterhandschuhe, aber sie funktionieren schon ziemlich gut. Sie sind auf jeden Fall wärmer als so ganz leichte, normale Handschuhe, die man manchmal anhat. Die Nähte sind alle rundherum vollkommen in Ordnung. Hier sehen wir überall Nähte, da sind überall Nähte und natürlich auch hinten drauf ist einmal hier langführend eine lange Naht und die sind alle wunderbar vernäht, da gibt es gar nichts zu meckern. Hinten haben wir ein Bündchen, das finde ich bei Handschuhen immer sehr wichtig, denn damit haben wir dann immer noch einen verlängerten Schutz, dass nicht so einfach Wind und Schnee in unsere Handschuhe-Innenfläche hineinkommt. Wenn du dich für diese Handschuhe interessierst bzw. gerne weiterführende Informationen hättest, kannst du unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich natürlich Links dazu hineingepackt. Kleiner Disclaimer, alle Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links, bei denen ich Prozente bekomme, wenn du danach irgendetwas bei Amazon bestellst. Danke dafür im Voraus. Und mehr gibst du diesen kleinen Handschuhen auch nicht zu sagen. Eine nette kleine Review, wie ich hoffe, hat sie dir gefallen. Und du schaust dir noch weitere Reviews von mir an. Da gibt es natürlich viele auf diesem Kanal. Einfach mal weiterklicken. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.